Hallo, hier der Blind Spectator für euch am Mikrofon und nach diesem super Cutscenen und der genialen Musik legen wir los mit Mega Man X5. Ich habe gerade den vierten Teil hinter mich gebracht, ich starte diese Aufnahme also direkt. Ich habe jedoch kurz die Trainingstage gespielt. Ja, es gibt hier einen Trainingsmodus, der allerdings recht sinnfrei ist. Es gibt eine Neuerung, nämlich Seile, die werdet ihr auch noch sehen. Der Ton ist hier gerade übrigens ein bisschen verratzt, ich habe keine Ahnung wieso, das kriegen wir schon noch hin. Und wir haben wieder mal die Wahl zwischen X und Zero. X als Fernkämpfer, Zero als Nahkämpfer und X ist besser. Ja, ich habe die Trainingstage mit beiden gespielt und mit Zero ist auch schwer zu spielen, allerdings stand es auch dran, dass es fortgeschritten ist. Im Jahr 21XXX, jetzt nur 2X, egal, Mega Man X, Episode 5. Ja, es ist zu weist. Stück Torte. Nein, ich weiß schon. Ich kenne das. Das ist eine Redensart, eine englische, aber... Tut mir leid. Tut mir leid. Ich hab mich wieder. Ich wollte versuchen, die Stimme cool klingen zu lassen. Was ist? Die Kolonie lebt immer noch. Ich kann sie fallen lassen, wann immer ich will. Bitte lass mich es jetzt tun. Ich langweile mich. Alles, was ich tun muss, ist zurück zur Erde gehen und den Virus zu verbreiten. Du bist genau, was ich gedacht habe. Du machst deine Arbeit gut. Niemand wird es wagen, gegen dich zu kämpfen. Ausgenommen dieser dummen, ausgestoßenen Jäger. Ich tue alles für dich. Alles. Dann geh auf die Knie. Gut. Gut. Wie war die Stimme? Gut. Ich gehe zur Erde, um unseren Plan auszuführen. Warte, wo du bist und warte auf weitere Instruktionen. Aber ich glaube nicht, dass du es tun musst. Persönlich tun musst. Sind sie wirklich eine Bedrohung? Sind X und Zero wirklich so stark, dass du nicht jemand anders das tun lassen kannst? Yes, ja, in einer, in einer Möglichkeit zu reden, um es so auszudrücken oder so. Zero, ich werde dir zeigen, was du wirklich bist und wer dein wahrer Gegner ist. Ich weiß, das war jetzt nicht besonders gut, aber ihr werdet es überleben, da bin ich positiv davon überzeugt. Ja, in der Trainingstage hatte ich auch alle Ausrüstung. Ich dachte eigentlich, das wäre, weil das die Trainingstage ist, aber anscheinend habe ich sie hier immer noch. Und den Plasma-Beam, also auch den Schuss aus dem letzten Teil, wo er dann noch bleibt. Dies ist die Jägerbasis. Kannst du mich hören, X? Sigma ist aufgetaucht und geht zur Statue, wo gerade gebaut wird. Wir haben seinen Schwur verloren und haben keine neuen Berichte seitdem. Ich habe den Kontakt zu Zero auch zu Zero verloren. Wo ist er hin? Du kannst die Statue erreichen, wenn du geradeaus gehst. Bleib in Alarmbereitschaft. Viele Maschinen und verwüstete Taxis wurden ausgestoßene
in dieser Area, in diesem Bereich. Sei vorsichtig. Ja, und hier sind wir wieder. X, ja, geil. Und ich muss die Steuerung ändern, denn es ist schon wieder der Dash so scheiße gelegt. Das muss ich dann ändern. Ja, so wie im letzten Teil, wo ich es geändert habe. Ja, jetzt ist es schon viel besser. Jetzt kann ich auch steuern. Ja, wenn wir die erste Erhebung sehen, dann werdet ihr noch eine Neuerung sehen. Ich weiß, ich habe nur gesagt, es gibt eine, aber die andere ist nicht der Rede wert und außerdem ziemlich beschissen, finde ich sie. Ja. Früher ging der Schuss doch durch, oder? Oder spinne ich? Man konnte doch durch Wände schießen. Geht jetzt nicht mehr. Finde ich doof. Die Gegner können auch nicht durch Wände schießen, muss man dazu sagen. Was eine schreckliche Aussicht. Die Highways wurden stark beschädigt. Wir müssen Sigma finden, bevor er alles andere zerstört. Oder wir sind in ernsthaften Schwierigkeiten. Ja, komm. Das ist richtig assi zu treffen. Also. Yay, die Energie, die ich nicht brauche, weil ich volles Leben hatte. Ah, jetzt hätte ich sie gebraucht. Ja, ich habe auch noch die Schuhe. Die Nutzlosen, die mich oft in den Tod gestürzt haben. Yep, das waren gerade eben frustrierte Taxis, oder wie? Ach, komm. Schussvorlauf dann dort einfach schon auch länger. Na, komm. Ich habe hier noch nichts angespielt. Ich weiß, im letzten Teil habe ich es angespielt vorher. Hier noch gar nichts. Außer die Trainingsarena habe ich nichts gespielt. Gar nichts. Ich habe keine Auskunft. Dieses Gebäude ist schwer beschädigt. Die Wände könnten jederzeit einstürzen. Also versuche nicht in den herunterfallenden Steinen gefangen zu werden. Du kannst deine Vorteile aus der Lage des Terrains ziehen. Ja, komm runter, ey. Ich halt nicht. Wow, das hat viel Leben abgezogen. Wow. Kannst du die rote Leine über dir sehen? Nein. Springe und fasse sie an. Aber vorsichtig. Ah, hier ist sie. Okay. Ja, das hier ist die Neuerung, ja. Ich weiß jetzt schon, ich werde es hassen. Weil ich denke, es gibt dann wahrscheinlich einen Boss, den ich auf diese Weise erledigen muss. Dann gibt es natürlich viele solche Sprünge, wo ich das schaffen muss. Der Trick dabei ist, man muss nach oben drücken. Also man springt, berührt die Leine und drückt dann nach oben, dann hält er sich fest. Und das wird ziemlich tricky. Du hast die Statue endlich erreicht. Ich habe die Spuren von Sigma und Zero irgendwo über dir verloren. Aber erinnere dich, das Sicherheitssystem der Konstruktion ist immer noch funktionierend und korrumpiert durch Sigmas Virus oder so. Ich soll die Wände irgendwie kicken und schnell hochgehen? Hä? Oh nein! Ich fühle mich an Mega Man X3 erinnert. Oh, das ging ja. Okay, hässliche Statue. Habt ihr das gesehen? Die Statue ist gerade mitgegangen. Zero. Ohne Blaster. Zero, geht's dir gut? Ich bin okay. Nur ein bisschen verletztes Ego. Egal, wo ist Sigma? Er ist gegangen. Alia, schaut, wo er ist, aber kann keine Berichte finden. Er ist ein Virus. Er kann nicht gesehen werden oder analysiert, wie jede andere Datei.